Also vielleicht fange ich, ich wollte anfangen mit der Geschichte von Paul Wolf. Paul Wolf ist am 2. Mai 1921 geboren in Altenessen. Er ist einer von vier Kindern der Familie Wolf und sein Vater hat zu der Zeit auf der Zeche Ernestine in Essen gearbeitet. Hatte aber das Bergmannsleben auch schon relativ früh satt und ist dann aber eben auch arbeitslos geworden und die Familie Wolf ist daraufhin nach Münster gezogen. Und ja, die Familie war dann, kann man klassisch sagen, im klassischen Sinne arm und musste dann aus diesem Grund zwei ihrer Kinder ins Heim geben, weil sie die eben nicht mehr ernähren konnten. Also es war einfach die finanzielle Not so stark, dass sie sich überlegt haben, wir müssen zwei Kinder ins Heim geben. Da war der Paul und eine seiner Schwestern von betroffen. Der Paul ist dann nach Kloppenburg gekommen in ein Heim. St. Johannesstift, den gibt es auch immer noch. Das war ein christliches Kinderheim, wo er dann aufgewachsen ist. Die ersten Lebensjahre kann man nicht sagen, seit 1928. Das heißt, ab seinem 7. Lebensjahr war er praktisch in diesem Heim. Das bedeutete für ihn de facto auch ein Stück weit Bildungsentzug. Das heißt, in diesem Heim durften die Kinder natürlich Bibelzitate auswendig lernen, aber die klassische Bildung, die sie im normalen Schulsystem eigentlich erreicht haben, die haben sie dort nicht so wirklich genossen. Kann man sagen. 1932 ist für Paul eine ziemlich dramatische Wende entstanden. Er ist verlegt worden nach Marsberg in ein Heim für geistig behinderte Kinder. Zu der Zeit war es ja so, die Nazis waren noch nicht an der Macht, aber natürlich die Vorboten waren schon festzustellen. 1933 sind die Nazis an die Macht gekommen, 1935 haben sie die Nürnberger Gesetze verabschiedet, das heißt das lebensunwerte Leben definiert und rechtlich festgeschrieben. Das bedeutete, dass Kinder wie Paul und andere Kinder, die jetzt in den Heimen waren, aus Sicht der Nazis lebensunwert waren. Deshalb auch der Name des Buches Lebensunwert, weil unter diese Kategorie sind Hunderttausende aus Nazi-Sicht natürlich gefallen. Pauls Leben hat dann sich dramatisch zugespitzt, kann man sagen. Seine Eltern waren 1937, haben sie ihn im Heim besucht. Da war es schon so, dass der Dr. Kaldewey, der Leiter des Heims, auch schon erste Kinderversuche gemacht hat und auch schon Kinder zu Tode gekommen sind. Es gab also noch nicht das Euthanasieprogramm, aber es gab schon die Vorboten dieses massenhaften Tötens von in Anführungsstrichen lebensunwerten Leben. Und als die Eltern von Paul dann 37 da hingegangen sind, dann haben die anderen Kinder schon gerufen, holt uns hier raus, die bringen uns um. Der Dr. Kaldewey, unter dem Paul und die anderen Kinder da vor allen Dingen gelitten haben, war ein Eugeniker, also ein Nazi, ein Nationalsozialist, ein schrecklicher Mediziner in gewisser Weise auch in dem Sinne. Und 1937 haben dann die Eltern von Paul den Antrag gestellt, dass Paul entlassen wird aus dem Heim und nach Hause kann. Da er sich in einem Heim für geistig Behinderte befand und wurde er automatisch auch als geistig behindert eingestuft, als lebensunwert. Und die Eltern mussten unterschreiben, dass Paul zwangssterilisiert wird, ansonsten könnte er das Heim nicht verlassen. Das heißt, die Eltern waren jetzt in dieser wirklich, denke ich mal, für Eltern unfassbaren Situation zuzustimmen, dass ihr Kind zwangssterilisiert wird. Oder eben zu riskieren, dass ihr Kind im Heim umgebracht wird. Man muss sagen, das ist eine sehr zweischneidige Geschichte für Paul. Auf der einen Seite hat es ihm wahrscheinlich das Leben gerettet, diese Zwangssterilisierung, so grausam das ist. Auf der anderen Seite war es für ihn das traumatischste Erlebnis seines Lebens. Er hat mir das auch mal geschildert, wie das abgelaufen ist. Das war 1938, da war er 16, noch keine 17. Also 17 ist er am 2. Mai geworden. Und das war genau an dem Tag, als die Nazis in Österreich einmarschiert sind. Und dieser Nazi-Arzt, der in Paderborn ihn zwangssterilisiert hat, der hat extra dann auch den Volksempfänger in den Operationssaal gestellt, sodass er unter Sieg Heil-Gegröle den 16-jährigen Paul ohne Betäubung dann zwangssterilisiert hat. Das hat aus Paul natürlich einen Antifaschisten gemacht, einen klaren Nazi-Gegner aus dem Kind, aus dem jugendlichen Paul. Und im Grunde erklärt das auch seine ganze weitere Geschichte, die aus meiner Sicht eine ausgesprochen spannende Lebensgeschichte auch ist. Er hat dann in der Nazi-Zeit hier auch schon als Hilfsarbeiter gearbeitet in Münster. Also er war vom Kriegsdienst befreit, weil er ja als Lebensunwärter galt. Dazu muss man natürlich sagen, das Schicksal, was Paul erlitten hat, haben 350.000 bis 400.000 Menschen erlitten. Also so viele Menschen wurden zwangssterilisiert. Aber noch viel, viel mehr, ihr könnt das auch auf einem der Bilder, da auf diesem kleinen Laptop könnt ihr das sehen, aber auch auf der Skulptur und auf der Internetseite, die wir dazu gemacht haben, da könnt ihr sehen, was aus den Mitschülern
oder Leidensgenossen von Paul geworden ist. Da ist ein großer Kinderfriedhof. Da sind die Kinder, die nicht zwangssterilisiert wurden, sondern kurz danach, ab 1938, 39 vor allen Dingen, und dann Anfang der 40er Jahre umgebracht wurden, totgespritzt wurden. In der Regel von Diakonissen, also von evangelischen Nonnen. Und dieses Schicksal ist Paul erspart geblieben, aber viele seiner Mitschüler haben den Nationalsozialismus nicht überlebt. Er selber war im Grunde in Deutschland eine außergewöhnliche Person, weil er einer der ganz, ganz wenigen zwangssterilisierten Nazi-Opfer war, der immer wieder an diese Geschichte erinnert hat, der immer wieder versucht hat, auch eine Wiedergutmachung zu erreichen. Also auf den Dokumenten, die ich hier vorbereitet habe, die ihr aber auf der Internetseite uwz-archiv.de und zum Teil auf der Skulptur findet, da haben wir auch ein paar Originaldokumente, zum Beispiel auch aus den 50er Jahren, wo eben Paul versucht hat, eine Entschädigung zu erreichen für die noch lebenden Zwangssterilisierten. Und da wurde dann halt von den zuständigen Ärzten, das waren in der Regel alte Nazi-Ärzte, die ihre Karriere nahtlos fortgesetzt haben, eben mit sehr dreisten Behauptungen dann das abgewiegelt, ja, das wären Simultanten und das wäre auch gar nicht schlimm und pipapo. Also es waren wirklich auch sehr menschenfeindliche Umstände, die er eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg erleiden musste. Paul war einer, der hat mir auch mal erzählt, wie er hier das Kriegsende in Münster erlebt hat. Er war einer der ganz, ganz wenigen Münsteraner, die sich riesig gefreut haben über den Niedergang des Nationalsozialismus und die natürlich auch große Hoffnungen damit verbunden haben. Er ist danach in die VVN auch, also war Mitglied der VVN und stand der KPD in den 50er Jahren nahe und war im Grunde damals, muss man sagen, ein Außenseiter in der Gesellschaft. Also es ist auch so, er hat ja sich Lesen und Schreiben praktisch autodidaktisch selber beigebracht. Ihr müsst euch das so vorstellen, in der Schulzeit wurde ihm das ja praktisch verwehrt. Er durfte lediglich Bibelsprüche auswendig lernen und Kirchensachen praktisch singen und auswendig lernen. Aber eben das übliche Lesen und Schreiben und so diese ganzen Kulturtechniken, die hat er sich weitgehend selber beigebracht. Er war eine Leseratte, er war ein Bildungsjunkie, muss man sagen. Es ist immer wieder schön, wenn man diese Geschichte auch Kindern erzählt und vermittelt, weil es auch zeigt, dass jemand, der eigentlich, den Tod im Nationalsozialismus durch Zufall, durch in Anführungsstrichen Glück von der Schippe gesprungen ist und der von den Nazis als lebensunwert stigmatisiert wurde, dass so ein Mensch es geschafft hat, so Großes wie Paul Wolf zu erreichen. Und das muss man sagen, es war Großes, was er erreicht hat. Ich werde dazu gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Paul hat immer wieder versucht, diese Geschichte aufzuarbeiten. Er war eigentlich dauernd in Archiven, also auch in Staatsarchiven, Stadtarchiven, und hat dort Material gesucht über die Geschichte des Nationalsozialismus, aber er hat eben auch diese Karrieren nachverfolgt. Er hat mir zum Beispiel mal erzählt, wie er in den 60er Jahren hier in Münster bei Professor Verschür, also Paul war ja kein Student, sondern er war eben Hilfsarbeiter, ist zu einer Vorlesung von Professor Verschür gegangen, der hier am Institut für Humangenetik gelehrt hat als Direktor. Dieser Herr Professor Verschür war in der Nazi-Zeit der Doktorvater von Josef Mengele, dem bösesten Arzt der Weltgeschichte wahrscheinlich. Und es gibt auch diese Briefwechsel von ihm mit Mengele, wo er eigentlich fordert, dass Mengele doch bitte mehr Kinderaugen von der Zwillingsforschung nach Berlin schicken sollen, wo Mengeles Förderer und Mentor Verschür halt damals saß, um mit diesen Augen eine Versuche zu machen und so weiter. Also war also ein ganz, ganz schrecklicher Nazi. Wissenschaftler und kaltherziger Verbrecher, und der konnte nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Münster an der Uni bis 1967 seine Karriere nahtlos fortsetzen. Erst lange nach seinem Tod ist er praktisch, ist die Geschichte richtig öffentlich geworden. Paul hat das allerdings schon in den 60er Jahren recherchiert, ist in die Vorlesung gegangen und hat dann versucht, das ist ein Nazi-Arzt, das ist der Doktorvater von Josef Mengele, und die haben ihn einfach kurzerhand rausgeschmissen. Sie haben Paul einfach nicht ernst genommen. Es war also auch zu Zeiten der Vollbeschäftigung in den 50er Jahren, als es eigentlich kein Problem war, hier einen Arbeitsplatz zu kriegen, auch für Hilfsarbeiter nicht, war Paul oft arbeitslos. Das hing damit zusammen, dass er als der Rote aus der Münzstraße galt. Also er war ein bekannter Querkopf aus Sicht der Herrschenden und auch aus Sicht des Arbeitsamtes. Er hatte meistens seinen Aktenkoffer dabei, später seinen Trolley. Und beim Arbeitsamt und hat auch eine Stelle zugewiesen bekommen, auf die er sich bewerben sollte, und ist dann rausgegangen
Und dann hat er festgestellt, oh, ich habe meine Tasche vergessen. Dann ist er wieder zurückgegangen. Und genau in dem Moment, als er reinkam, hat er dann mitgekriegt, wie der, der ihn gerade noch beraten hat und diesen Arbeitsplatz ihm empfohlen hat, bei dem zukünftigen Arbeitgeber angerufen hat und gesagt hat, da kommt gleich ein Roter, stellen Sie den nicht ein. Das heißt, so war also der Umgang mit Linken und mit Nazi-Opfern auch in den 50er Jahren und 60er Jahren. Für Paul, kann man sagen, war dann die Anti-Atom-Tod-Bewegung, die hier 1958 entstanden ist in Deutschland, also die Bewegung gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr, wie sie von damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß und von dem damaligen Kanzler Adenauer eigentlich angestrebt wurde. Die, gegen die sind ja dann an den Universitäten bundesweit Professoren und auch Studenten auf die Straße gegangen. Hier in Münster war das Ulrike Meinhof, die damals im ASTA aktiv war und noch zu der Zeit noch eine christliche Pazifistin war. Das war kurz bevor sie in die KPD eingetreten ist und dann eben zum konkreten Hamburg gewechselt ist. Da hat Paul sie auch kennengelernt und sie waren sozusagen auch zusammen im Kampf gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr Ende der 50er Jahre. Aber man muss klar sagen, Paul war auch in der Münsteraner linken Szene ein Außenseiter. Und man muss auch klar sagen, in den 50er, 60er Jahren war diese Szene auch noch ziemlich klein. Es hat sich erst geändert mit dem Aufkommen der 68er Bewegung, also ab 67, 68 ist auch in Münster ein gesellschaftlicher Umschwung vollzogen worden, kann man sagen. Also eine Politisierung und Radikalisierung vieler Studenten und Studierende, aber auch Lehrlinge und Schülerinnen und Schüler. Also es war wirklich eine doch sehr breite Studierendenbewegung, aus der dann später in den 70er Jahren die neuen sozialen Bewegungen entstanden sind, Anti-Atom-Kraftbewegung und so weiter. Und man kann sagen, für Paul war das ein riesengroßes Glück. Er hat endlich auch Freunde gefunden und Menschen, die ihm zugehört haben, die ihn auch ernst genommen haben. Das war vorher lange Zeit eben nicht der Fall. Unter anderem auch der Student Robert Krieg, der auch bei uns im Freundeskreis Paul Wulff mitmacht. Der hat sich auch Pauls Geschichte angeguckt und hat dann zusammen mit Paul hier in Münster seinen ersten Film gedreht, nämlich über Paul W. Die Geschichte von Paul sozusagen, das ist ein WDR-Film, das hat also dann sozusagen seinen Lebensweg und seine Geschichte nochmal dargestellt. Da gibt's auch, wir haben den Film auch auf der Internetseite, ihr könnt euch den auch da mal angucken. Ist zwar nicht so eine Top-Qualität, aber es ist ein sehr sehenswerter Film, weil er zum Beispiel, also auch Paul in gewisser Weise auch als Journalist zeigt. Paul geht dann zum Beispiel in ein Heim, in St. Vinzenzheim nach Kloppenburg und trifft dort einen anderen alten Leidensgenossen von sich, der aber die ganze Zeit im Heim geblieben ist, also auch noch in den 70er, bis in die 70er Jahre im Heim gelebt hat und auch zwangssterilisiert wurde. Und da gibt es diese ganz anrührende Szene in diesem Film, die also wirklich sehr, sehr bewegend ist, wo dann Paul seinen Leidensgenossen praktisch interviewt und ich kann mir nur empfehlen, guckt euch diesen Film an, das ist ein sehr, sehr bewegender und sehr wichtiger Film, auch um die Geschichte hier, auch die deutsche Geschichte zu verstehen und zu begreifen. Paul hat dann 1978 erwirkt, dass den noch lebenden Zwangssterilisierten eine Wiedergutmachung in Anführungsstrichen von 5000 D-Mark gezahlt wurde. Es wurde also vom Bundestag beschlossen, dass die eine Entschädigung kriegen. Hing auch natürlich mit dem Film zusammen und der Öffentlichkeitsarbeit, die gemacht wurde. Und Paul hat halt ja sein ganzes Leben lang praktisch Ausstellungen, bevor es die Wehrmachtsausstellung gab, hat Paul eigentlich solche Ausstellungen schon konzipiert und überall ausgestellt. Unter anderem auch hier in der Frauenstraße, in der ESG, in Paderborn, also bundesweit in verschiedenen Städten. Und 1991 hat dann der Pfarrer Werner Lindemann von der ESG, also von der Evangelischen Studierendengemeinde Münster, so eine Initiative ergriffen, dass Paul Wulff das Bundesverdienstkreuz bekommen soll für seine antifaschistische Aufklärungsarbeit. Das hat er dann auch bekommen. Er hat mich damals, also ich habe ihn in den 80er Jahren kennengelernt. Ich habe dann damals im Umweltzentrum gearbeitet hier in Münster. Und er wurde mir vorgestellt als Münsters ältester Anarchist und ich wurde ihm vorgestellt als Münsters jüngster Anarchist und von Andreas Kühne. Und wir waren sofort ein Herz und eine Seele und daraus ist eine große Freundschaft entstanden. Und Paul war für viele, auch für viele Linke, eine Nervensäge, muss man sagen. Wenn man ihn getroffen hat, dann hat er einen eigentlich festgehalten. Und er hat also praktisch dann seine neuesten Funde aus seiner Aktentasche rausgezogen, sie präsentiert und ohne Pause seine Geschichte erzählt oder auch die Geschichte, die er gerade neu entdeckt hat und aufgedeckt hat. Und das waren meistens sehr spannende Geschichten. Es war oft schwierig, ihm zuzuhören. Aber es war eben auch, es war eigentlich auch ein sehr, sehr bewegender Mensch, kann man sagen. Also Paul, man muss auch sagen, er ist auch aus dieser Opferrolle herausgetreten. Also er war nicht nur Opfer, sondern er war in erster Linie Aktivist.
Er war aktiv in der Anti-Atomkraftbewegung, in der Friedensbewegung, in der antifaschistischen Bewegung vor allen Dingen auch. Und er war, hat sich dann verstanden in den 80er Jahren als ja, Kommunist und Anarchist. Also er war im Grunde, hat sich zum undogmatischen Linken im Grunde gewandelt und war ja, eigentlich ein bewundernswerter Mensch. Also ich kann auch einige Geschichten erzählen, die sind, die stehen jetzt nicht in den Büchern von ihm. Also ich habe eine Doktorarbeit zum Beispiel geschrieben über anarchistische Presse und habe natürlich immer auch Material für ihn zurückgelegt, weil ich wusste, das interessiert ihn. Und er kam dann eigentlich immer, auch ohne sich anzumelden, also kam er an, wie so ein Junkie, der geklingelt hat, hast du nicht was für mich? Also neue Zeitungen, Untergrundzeitungen oder eben subversive Schriften, das hat ihn eigentlich, er hat das mal aufgesogen wie ein Schwamm und das war für ihn eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Und er war eben auch, was man auch nicht vergessen sollte, eben auch ein Mensch mit einem wunderbaren Humor. Also auch für, vielleicht für gewisse Herrschaften ein sehr unangenehmer Humor. Also zum Beispiel für die CDU und die Junge Union sicherlich extrem unangenehm. Es gab auch Anschläge auf seine Ausstellung, weil er in diesen Ausstellungen zum Beispiel auch die Lebensgeschichte von diesen Nazis, die in Münster ihre Karriere fortgesetzt haben, wie Verschürger jetzt zum Beispiel ein sehr prominentes Beispiel war oder so, auch und, ja, dokumentiert hat. Und das kam natürlich den Leuten in der Junge Union und CDU überhaupt nicht in den Kram, weil es waren nämlich oft Leute, die dann in der CDU ihre Karriere fortgesetzt haben. Und 1991 musste dann der CDU-Oberbürgermeister Trennhöfen Paul das Bundesverdienstkreuz verleihen. Paul hat erst zu mir gesagt, ja, soll ich das überhaupt annehmen? Das haben so viele Nazis angenommen. Ich habe gesagt, Paul, das ist doch großartig, nimm das an. Du bist der erste Anarchist in Deutschland, der das Bundesverdienstkreuz kriegt. Und es gab aber auch noch einen ganz anderen ökonomischen Grund dafür, weil Bundesverdienstkreuzkrieger dürfen nicht in Armut leben. Das heißt, es hat dazu geführt, dass eine extrem miserable finanzielle Situation noch ein bisschen aufgebessert wurde. Dass er überhaupt überlebt hat, denke ich mal, solange er auch gelebt hat, hat vor allen Dingen mit seiner Schwester Agathe zu tun. Agathe war ganz anders drauf als Paul. Paul war Atheist und war ein linksradikaler Aktivist und Agitator. Agathe war immer christliche Katholikin geblieben. Und das ist auch der einzige Grund, warum Paul Wulff auf dem Zentralfriedhof beerdigt werden durfte, weil seine Schwester nämlich in der Kirchengemeinde aktiv war. Sonst dürfte er als Atheist da gar nicht beerdigt werden. Auf der Beerdigung von Agathe, auf der ich auch war, da hat dann der Pfarrer dann damals gesagt, ja, das wäre ja auch unmöglich, dass der Bruder von, also auf der Beerdigung von seiner Schwester, dass der Paul hier überhaupt beerdigt werden durfte, der war ja total ungläubig, der ist ja vom Glauben abgefallen, konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, aber wenn man weiß, wie Paul von den christlichen Nonnen, von den christlichen Engeln behandelt wurde im Heim, dann kann man sich denken, dass man dann, wenn man noch kein Atheist ist oder so, schnell zum Atheisten und ja, Kirchengegner wird. Und das ist ganz menschlich gesehen auch sehr, sehr, sehr nachvollziehbar, dass Paul Atheist geworden ist. 1991, wie gesagt, das Bundesverdienstkreuz hat ihm natürlich, ja, das hat er bei sich hinterm Sofa, also das hing im Wohnzimmer, das war das einzige von ihm, was im Wohnzimmer hängt. Also hier sind auch ein paar Bilder von Ralf Emmerich, die er gemacht hat, wo ihr Pauls Wohnzimmer sehen könnt. Das Wohnzimmer hat vor allen Dingen Agathe eingerichtet, das ist also eher ein konservatives Wohnzimmer. In seinem Zimmer hat er die ganzen anderen Sachen gehortet. Und das war zum Teil unterm Bett, das war und seine Ausstellungstafeln, die hat er immer wieder aus den alten Ausstellungen neu zusammengebastelt und die hat er in der Regel hinterm Sofa stehen gehabt. Und die hat er dann immer so rausgezogen und gezeigt und so. Also die Ausstellungen waren natürlich alle handgemalt, handgeklebt und auch, man könnte sagen, aus heutiger Sicht vielleicht nicht so professionell, aber aus der Sicht eines Arbeiters, der stark von George Cross beeinflusst war, ein glühender Erich Mühsam-Fan war, ist es natürlich ganz klar, dass das künstlerisch wertvoll ist. Wir haben in diesem Buch Lebensunwert einige der Ausstellungstafeln auch dokumentiert. Ja, sie sind natürlich nicht alle erhalten geblieben, weil wie gesagt, das hängt ja auch damit zusammen, dass er immer, wenn er eine neue Ausstellung gemacht hat, die alte in der Regel wieder zerpflückt hat. Das heißt, es sind die viele Ausstellungen sind natürlich nicht mehr erhalten geblieben. Paul ist 1999 gestorben, am 2. September. Vorher war er auch noch hier auf der Demo gegen den NATO-Angriffskrieg in Jugoslawien, gegen die Bundesrepublik Jugoslawien und war auch immer noch sehr aktiv. Er ist friedlich eingeschlafen, ein für ihn, denke ich mal, sehr schöner Tod, in Anführungsstrichen. Er hat die größte Angst, die er hatte, dass er ins Altenheim kommt, ne, wenn seine Schwester Agathe stirbt, dass er ins Altenheim kommt und dann halt wieder mit den alten Nazis in einem Heim sitzen müsste. Diese Angst, die war für ihn sehr, sehr quälend. Und die andere Angst, die er hatte, war, was mit seinen
Nachlass passiert. Und er hat halt auch uns aus dem Umweltzentrum angeboten, dass wir das im Umweltzentrum-Archiv archivieren können. Wir haben das aber abgelehnt und gesagt, wir sind eigentlich, das müsste eigentlich ein größeres Archiv, das müsste wissenschaftlich aufgearbeitet werden, das Umweltzentrum-Archiv. Die Räume sind zu feucht und das können wir eigentlich jetzt hier nicht wirklich unterbringen. Und es wäre sicherlich besser, das ja, vielleicht in der Villa den Hompel unterzubringen. Und genauso kam es dann auch. Also als klar war, dass der Nachlass von Paul in der Villa den Hompel archiviert und gesichtet werden würde, dann ist Paul friedlich eingeschlafen als 78-Jähriger, viel zu früh. Ich hatte ihm eigentlich versprochen, dass wir zusammen ein Buch machen. Da hat er immer gesagt, lass uns doch jetzt mal das Buch machen. Und ich hatte dann gesagt, nee, ich muss erstmal eine Doktorarbeit fertig machen. Und dann hatte ich den Job bei der Graswurzelrevolution, hatte ich auch nie Zeit. Und dann, als er gestorben war, haben wir dann für ihn eine sehr, sehr bewegende Trauerfeier gemacht im Zentralfriedhof. Das war sicherlich, ich vermute mal, die schönste, aus meiner Sicht, bewegendste Trauerfeier, die da je stattgefunden hat. Also von Texte von Erich Mühsam verlesen. Erich Mühsam war das große Vorbild für Paul, muss man sagen. Denn Erich Mühsam, ein Anarchist, der 1934 auf bestialische Weise im KZ Oranienburg von den Nazis ermordet wurde und ein großartiger Schriftsteller war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und wir haben auch einen Spruch von Erich Mühsam auf dem Grabstein von Paul untergebracht. Die Beerdigung von Paul, irgendwann fing man die Kirchenorgel an zu spielen und ich dachte, oh Gott, jetzt aber keine Kirchenlieder, weil Paul konnte mit der Kirche wirklich überhaupt nicht. Es waren aber keine Kirchenlieder, sondern es war dann, und weil der Mensch ein Mensch ist, und hat er Stiefel im Gesicht nicht gern, also Bertolt Brecht. Und die Reden, die gehalten wurden, wurden nicht von Priestern gehalten, sondern nur von seinen Freunden. Wir haben danach, nach der Beerdigung, dann lange zusammengesessen und überlegt, also wir kannten uns auch nicht, der Freundeskreis Paul Wulff ist mit der Beerdigung von Paul Wulff entstanden. Wir haben uns nach der Beerdigung zusammengesetzt und gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass der Nachlass von Paul einmal sichergestellt wird. Wir müssen dafür sorgen, dass seine Arbeit, er war ja letztlich der einzige von den lebenden Zwangssterilisierten, der überhaupt diese Geschichte überhaupt in die Öffentlichkeit gebracht hat, der immer wieder darauf hingewiesen hat. Andere Zwangssterilisierte, die heute noch leben, das sind sehr wenige, aber die, die noch leben, die schämen sich in der Regel dafür, die haben diese Geschichte nie öffentlich gemacht. Also oft ist es auch ein Familiengeheimnis und das ist natürlich schade, aber wir haben halt gesagt, wir müssen natürlich jetzt als nächste Generation, als seine Freunde und Freundinnen dafür sorgen, dass seine Arbeit in gewisser Weise weitergeführt wird. Wir haben dann eine Gedenkveranstaltung gemacht mit Ernst Klee, wir haben also eine Broschüre gemacht, Paul Wulff, ein Antifaschist und Freidenker, die wir im Verlag Graswurzelrevolution herausgegeben haben und die ihr auch als PDF auf der Homepage findet zum Runterladen. Die ist leider vergriffen, deshalb habe ich keine mehr mitgebracht. Und wir haben dann 2007 das Buch Lebensunwert, Paul Wulff und Paul Brune, NS-Psychiatrie, Zwangssterilisierung und Widerstand produziert, wo wir auch teilweise Dokumente von Paul selber auch veröffentlicht haben, also auch Texte von ihm und die Geschichte von Paul Wulff und eben Paul Brune, der ein ganz ähnliches dramatisches Schicksal erlitten hat wie Paul, da klar dargestellt haben. Und das ist, also es ist ein Buch, ich muss dazu sagen, ich würde sagen, es ist ein Buch ab 18, weil die Geschichten da drin sind teilweise so hart, dass einem die Tränen kommt. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Buch. Aber es ist, glaube ich, nicht für Jugendliche geeignet und auch nicht für Kinder, sondern es ist ein wichtiges Geschichtsbuch, weil es auch ein Thema berührt, was in Deutschland praktisch in der Schule und an den Universitäten kaum behandelt wird. Das ist leider so. Das ist ein Bereich, der in der Geschichtsforschung doch ziemlich unterbelichtet ist, muss man sagen. Wir haben dann das große Glück gehabt vom Umweltzentrum-Verein, dass dann die Künstlerin Silke Wagner 2006 an uns herangetreten ist. Ich hatte sie kennengelernt 1999 auf einer Veranstaltung in Frankfurt und sie kam dann ins Umweltzentrum und sie wurde halt eingeladen für 2007 für die Skulpturprojekte etwas zu machen. Ihre Idee war, das Umweltzentrum-Archiv, in dem Paul auch ein Dauergast war natürlich, für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist ein graues Archiv, kann man sagen. Das ist also Materialien aus den sozialen Bewegungen, eines der größten Alternativarchive in Deutschland, was wir mittlerweile dem Archiv Alternative Schriftung in Duisburg angegliedert haben, aber was bis vor 2 Jahren noch hier in Münster beheimatet war. Genau, und in diesem Archiv haben wir dann zusammengesessen und Silke Wagner hat dann gesagt, ja, sie möchte gerne mit uns zusammen ein Projekt machen für die Skulpturprojekte. Sie möchte das Umweltzentrum-Archiv digitalisieren, Teile des Umweltzentrum-Archivs und es in die Öffentlichkeit bringen sozusagen und es vielleicht sogar komplett in die Öffentlichkeit an einen öffentlichen Ort verlegen. Das war die Idee, also dieses praktisch unbekannte Alternativarchiv
sozusagen im Rahmen der Skulpturprojekte, die ja die größte Kunstaußenschau der Welt sind oder so, dann zugänglich zu machen. Ja, ich habe ihr dann natürlich die Geschichte von Paul erzählt und wir haben dann zusammen letztlich das Konzept weiterentwickelt. Also wir haben, also diese Paul-Wulff-Skulptur ist ja nur Teil des Projekts Münsters Geschichte von unten. Dazu gehört dieses uwz-archiv.de, diese Internetseite, auf der wir tausende von Dokumenten eingescannt haben, auf der wir Filme dokumentiert haben, die die Geschichte von Paul Wulff darstellen. Und das ist eigentlich das einzige Thema, was auf der Skulptur vertreten ist und auf der Internetseite, sondern eben Anti-Atom-Bewegung in Münster, Kriminalisierung alternativer Medien und Hausbesetzergeschichte in Münster. Also die Frauenstraße 24 hat auch sehr viele, ist auch Thema dieser Internetseite und auch der Skulptur. Und diese Themen sind natürlich auf den ersten Blick für Leute, die, also für die CDU-Politiker war das erstmal, das ist alles linksextreme Propaganda, haben die ja gesagt. Das hat aber alles auch mit Paul zu tun. Paul war Hausbesetzer, der hat hier in der Steinfurter Straße auch mitbesetzt. Bei vielen Hausbesetzungen war er mit dabei. Paul war aktiv in der Anti-Atom-Bewegung, er war also auch in Brockdorf zum Beispiel. Und er war ein Leso-Junkie, der sich mit kriminalisierten Medien auch vorzugsweise auch beschäftigt hat. Und also von daher haben diese Themen, die wir da ausgesucht haben, alle auch mit Paul zu tun. Und sie sind natürlich alle ein Teil von Münsters Geschichte von unten, muss man sagen. 2007, als die Skulpturprojekte anfingen, also das Buch haben wir kurz davor herausgebracht, kurz bevor die Skulpturprojekte anfingen, ist eine Doktorarbeit aufgetaucht über Karl Wilhelm Jötten, ein Nazi-Arzt und Eugeniker, nachdem hier eine Straße benannt war. Wir haben dann im Mai 2007 als Freundeskreis Paul Wulff in der Öffentlichkeit getrommelt dafür, dass der Jöttenweg umbenannt wird in Paul-Wulff-Weg und ein Zusatzschild angebracht wird, auf der die Geschichte von dem Nazi-Arzt Karl Wilhelm Jötten auf der einen Seite dargestellt wird und auf der anderen Seite die Geschichte von Paul Wulff, der nämlich Opfer genau solcher Nazi-Ärzte wie dieses Jöttens geworden ist. Das hat 5 Jahre gedauert. Ich habe den Antrag ganz öffentlich, offiziell auch eingereicht 2007. Also wie gesagt, 5 Jahre hat es gedauert. Der Grund war, dass der Rat erstmal gesagt hat, ja, bevor wir diesen Jöttenweg umbenennen, sollte es erstmal eine Historikerkommission geben, die prüft, wie viele Straßen in Münster denn umbenannt werden sollen. Daraufhin gab es diese Historikerkommission, die dann festgestellt hat, also es gibt noch etliche Straßen in Münster, die nach Nazis benannt sind. Ein großer Teil dieser Straßen wurde umbenannt. In einigen Fällen war das nicht der Fall, weil die CDU Bezirksvertretung dann oft dagegen gestimmt hat oder öfter dagegen gestimmt hat. Aber der Jöttenweg, der ist dann 2012 an der Reihe gewesen. Das heißt, 2012 war es endlich soweit, 5 Jahre nachdem wir diesen Antrag gestellt haben und nachdem wir das sozusagen gefordert haben, dass der Jöttenweg umbenannt wurde in Paul-Wulff-Weg. Den gibt es jetzt auch. Ich finde, der vielleicht ist hinter dem Schloss praktisch in der Nähe vom Ring. Und ich bin eigentlich ziemlich stolz, dass das geklappt hat. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Es wäre auch nicht sinnvoll gewesen, die Straße einfach nur umzubenennen. Mir war es eigentlich auch extrem wichtig, dass ein Zusatzschild angebracht wird, wo eben die Geschichte dann von Jötten und die Geschichte von Paul dargestellt wird, weil daraus kann man dann auch lernen. Ich denke, Geschichte ist dazu da, dass man was daraus lernt. Und gerade Kinder und Jugendliche haben so die Gelegenheit, dann ein Stück weit auch die Geschichte ihrer eigenen Stadt zu erkunden. Und ja, zu erfahren in gewisser Weise. Zu erfahren, dazu führt auch, glaube ich, die Skulptur. Also die hat dann 2007 doch sehr für Aufruhr und Aufsehen gesorgt. Ist wahrscheinlich die einzige, Paul Wulff ist der einzige Münsteraner, der es auf die New York Times Titelseite geschafft hat in den letzten Jahrzehnten. Also die internationale Presse hat da ja sehr stark drüber berichtet, aber auch hier die Lokalpresse. Und es gab dann ja 2007 auch eine Umfrage der Münsterischen Zeitung, die beliebteste Skulptur der Skulpturprojekte sollte gewählt werden. Das war dann die Paul-Wulff-Skulptur. Und die Zeitung draußen, die Obdachlosen-Zeitung, hatte dann während der Skulpturprojekte den Berber-Preis ausgelobt für die menschenfreundlichste Skulptur und hat dann ja, der Paul-Wulff-Skulptur, also Silke Wagner und uns, dem Umweltzentrum Archivverein, diesen Preis vermacht. Das war auch eine sehr bewegende Feier, muss ich sagen. Also es war ein Obdachloser, der diesen Preis mit ausgelobt hat. Der ist hinterher nach einer Veranstaltung, die wir gemacht haben, auf mich zugekommen und gesagt, ja, er wollte sich bei mir bedanken. Er hätte meinen Text über Paul auf der Skulptur gelesen. Da wären ihm wirklich die Tränen gekommen. Es wäre wirklich ganz, ganz bewegend, dass wir für diesen kleinen Mann ein so großes Denkmal geschaffen hätten. Aber es ist eben nicht nur ein Denkmal. Es ist die erste Skulptur, die bundesweit an einen Zwangssterilisierten erinnert. Das Thema, das zeigt ja schon, wie sehr das Thema
einfach nicht präsent ist. Es gibt jetzt mittlerweile eine Skulptur in Heidelberg, die aber sehr unscheinbar ist, die eigentlich nur auf den zweiten oder dritten Blick zu erkennen ist als Skulptur in der Richtung. Aber es war, wie gesagt, 2007 die erste bundesweit, die überhaupt das Thema Zwangssterilisierung auf die Tagesordnung gebracht hat und überhaupt die erste Skulptur, die einem zwangssterilisierten Menschen, ganz konkreten Menschen, auch so eine Skulptur geschafft hat. Wenn ihr euch den Kopf anguckt, genau. Also wenn ihr euch die Skulptur mal genauer anguckt, den Kopf hat ja ein Bildhauer gemacht nach unseren Vorgaben. Also wir haben also die Fotos ihm geschickt und es gab auch mehrere Entwürfe. Und wenn ihr euch den Kopf genau anguckt, von der einen Seite seht ihr halt diesen Schmerz auch im Gesicht. Wenn ihr von der anderen Seite guckt, dann seht ihr aber auch dieses Schelmische und dieses Humorvolle, das Paul eben auch hatte. Er war eben nicht nur Opfer, er war auch Aktivist. Er ist aus dieser Opferrolle herausgetreten und ist in gewisser Weise auch zu einem Held oder Anti-Held der Aufklärung geworden, zu einem großen Aufklärer und großen Menschenfreund, muss man sagen. Also er hat sein ganzes Leben nie Gewalt angewendet in dem Sinne. Das heißt, obwohl ihm solche Gewalt angetan wurde, muss man ja klar dazu sagen. Also er ist wirklich ein Mensch, den man als mit gutem Gewissen Kindern auch erklären kann und in gewisser Weise als Vorbild darstellen kann. Also Vorbild will jetzt nicht in dem Sinne sein, so sollt ihr auch alle sein, sondern es gibt auch solche Menschen. Es gibt auch Menschen, die aufrecht geblieben sind, die ein solches Leben geführt haben, die zwar immer arm waren, aber immer auch andere Menschen bewegt haben, bis weit über ihren Tod hinaus. Ich glaube, wir haben das, also dass ich das Buch mit Paul nicht gemacht habe zu Lebzeiten, haben wir in gewisser Weise wieder gut gemacht. Ich glaube, das wäre ein ganz anderes Buch geworden, wahrscheinlich viel spannender, weil Paul einfach ganz viele Geschichten zu erzählen hatte. Er war ein lebendes Geschichtsbuch und er hat einen auch immer total zugelabert, wenn er einen getroffen hat und einen Seelenverwandter. Und vielleicht, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, es war für mich jetzt ein Riesenglück zu sehen, dass es uns tatsächlich dann mit dieser Skulptur ja geglückt ist, Paul zu einer öffentlichen Person zu machen. Was dann ja passiert ist 2007 nach den Skulpturprojekten, weil der sogenannte Skulpturenskandal in Münster, der auch bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Es gab ja eine unabhängige Kunstkommission, die feststellen sollte, welche Skulpturen der Skulpturprojekte in Münster verbleiben sollen. Und da stand die Paul-Skulptur ganz oben auf der Liste, auch der Rösler-Adler von den Arkaden. Und das war, wie gesagt, eine unabhängige Kommission, wo auch der Direktor des Museums und so weiter drin war. Und das sollte extra eben, diese politischen Aspekte sollten da rausgenommen werden. Allerdings hatte damals die CDU mit der FDP die Mehrheit in Münster und im Kulturausschuss haben dann CDU und FDP das Ganze abgebügelt und gesagt, ja, wir wollen hier nicht ständig an die Vergangenheit erinnert werden. Diese linksextreme Propaganda auf der Skulptur, also die Texte sind alle von mir auf der Skulptur, muss ich dazu sagen. Es ist aber keine Propaganda, es ist Aufklärung im besten Sinne. Es ist keine Propaganda, sondern es klärt auf über Geschichte von unten. Und das hat dann einen riesen Aufschrei gegeben, erfreulicherweise sowohl in der Münsteraner Presse als auch bundesweit. Die FAZ, die eigentlich konservative Frankfurter Allgemeine Zeitung, hat dann betitelt Münster zurück in der Provinzialität. Also die tolle Kultur- und Kunststadt Münster stand plötzlich bundesweit am Pranger als Kulturbanausenstadt und als Provinzpiefke-Stadt, muss man sagen. Aber es gab noch gewisse Wendungen des Schicksals. Also die CDU-FDP hat zwar die Mehrheit in der Stadt, allerdings hatten wir vorher schon ganz gute Kontakte auch zur Bezirksvertretung Münster-Mitte, wo SPD, Grüne, Linkspartei und Piraten und so weiter, also wo es eine deutliche linke Mehrheit gab damals. Und die haben dann, SPD und Grüne haben ganz klar gesagt, nee, die Skulptur muss auf jeden Fall hier bleiben und zwar auf dem Gebiet der Bezirksvertretung Münster-Mitte, für die wir verantwortlich sind. Dann haben wir natürlich einen neuen Standort ausgesucht. Das Problem war, die Stadt wollte die Skulptur nicht kaufen. Die Stadt war ja weiterhin CDU regiert und wir haben dann als Freundeskreis Paul Wulff eine Spendenkampagne gemacht. Es gab sehr, sehr viele Einzelspenden aus der Bevölkerung, meistens sehr kleine Spenden. Es gab dann aber auch eine große Spende und zwar aus der Musikhalle, die ja verhindert werden konnte, gab es einen Riesentopf bei der Sparkasse Münster, Münsterland Ost, und die haben uns dann praktisch die fehlenden 15.000 Euro oder so gegeben. Insgesamt 35.000 Euro, die dann an Silke Wagner, an die Künstlerin gingen. Und wir haben dann als Freundeskreis Paul Wulff die Skulptur gekauft und der Stadt Münster geschenkt. Ein Teil des Geldes war dafür gedacht, weiter zu plakatieren. Das haben wir auch mittlerweile aufgebraucht natürlich. Also wir haben sie 2010 wieder aufgebaut. Jetzt haben wir mittlerweile 2018.
Und genau genommen sind wir jetzt in der Situation, dass die Stadt im Grunde nicht genug Geld bewilligt hat, um die Finanzierung der Skulptur weiter aufrechtzuerhalten. Deshalb haben wir ja auch eine kleine Spendendose, die gebe ich jetzt mal rum. Genau. Also wenn ihr wollt, dass die Skulptur hier weiter auch finanziert wird, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht eine kleine Spende in die Dose reinfüllt. Wir bemühen uns natürlich darum, dass die Stadt das weiter finanziert. Wir haben dafür auch Prominente kontaktiert. Also Axel Prahl hat sich ja sehr stark für die Paul-Wolf-Skulptur damals schon eingesetzt und haben wir damals schon mit ins Boot geholt und setzt sich jetzt immer noch dafür ein. Konstantin Wecker, der Liedermacher, dem hatte ich das geschickt und der hat uns dann sofort eingeladen nach Bielefeld. Dann waren wir in Bielefeld und haben mit ihm da so eine kleine Soli-Aktion für die Paul-Wolf-Skulptur gemacht. Und ja, wir versuchen natürlich auch über Münster hinaus da für Öffentlichkeit zu schaffen und sicherzustellen, dass die Skulptur weiter in Münster stehen bleiben kann. Ja, ist ein bisschen schade, dass ich die Bilder jetzt nicht sehe und dass ihr sie auch nicht so richtig seht. Also hier zum Beispiel der Paul-Wulff-Weg, Jöttenweg, also das ist direkt dann nach der Umbenennung, da war das Jöttenweg nach unten drunter durchgestrichen. Das Jöttenweg ist mittlerweile nicht mehr zu sehen, ist leider entfernt worden, das Schild, aber das andere Schild, wo die Geschichte von Paul und von Jötten halt zu lesen ist, das ist dann natürlich noch neben dem Schild angebracht. Das heißt, für Kinder und Jugendliche oder auch für Erwachsene, die die Geschichte ihrer Stadt kennenlernen wollen, ist das ein, denke ich mal, wichtiger Ort. Die Paul-Skulptur selber ist meiner Meinung nach eine ganz wichtige Skulptur für Münster, nicht nur für Münster, sondern auch mit bundesweiter und internationaler Bedeutung. Und es wäre eigentlich wirklich eine Schande, wenn die Stadt Münster, der wir die Skulptur ja geschenkt haben, also wir haben die gekauft und der Stadt geschenkt und jetzt ist die Finanzierung nicht gesichert. Ich finde das ehrlich gesagt empörend. Ich finde, das ist auch beschämend, auch für die Grünen, finde ich. Ne? Es gibt jetzt eine CDU-Grüne-Regierung in Münster. Die Grünen haben sich ziemlich weggeduckt. Die CDU war damals schon gegen die Skulptur, bis auf zwei Ausnahmen. Also Lewe war für die Skulptur und Halberstadt war auch für die Skulptur. Es gibt also zwei grüne CDU-Politiker, die sich nicht gegen die Skulptur gestemmt haben. Aber die Mehrheit der CDU war damals massiv dagegen. Und das ist auch immer noch der gleiche kulturpolitische Sprecher der CDU, Erber, am Ruder. Und der wird sich sicherlich freuen, dass das Schicksal jetzt eigentlich für ihn arbeitet, weil wir momentan immer noch nicht sichergestellt haben, dass sie weiter plakatiert werden kann. Wir werden es jetzt trotzdem machen. Also Detlef und ich plakatieren einmal im Monat. Detlef Lorbeer auch vom Freundeskreis Paul-Wulff. Wir sammeln jetzt natürlich Geld. Das Erfreuliche ist, nachdem dann der Artikel mit Konstantin Wecker in der Münsterischen Zeitung und in der Westfälischen Nachrichten war, hat sich das Copy Center Körtstraße bei mir gemeldet, wo wir halt die Plakate immer drucken und sagt, ja, also da helfen wir euch doch, wir drucken die nächsten Plakate alle umsonst. Das ist natürlich, also so die Solidarität aus der Bevölkerung ist auch auf jeden Fall immer noch da und die Skulptur selber ist ja auch immer noch ein ganz wichtiger Punkt für die Jugend- und Kinderkultur hier in Münster. Also wir haben ganz viele Veranstaltungen auch mit Kindern und Jugendlichen vor der Skulptur gemacht, weil diese Skulptur sehr dafür geeignet ist, die doch sehr grausame Geschichte des Nationalsozialismus Kindern und Jugendlichen auch durchaus zu vermitteln. Das kann man ja auch kindergerecht vermitteln. Und diese Skulptur ist ein Bezugspunkt für Kinder und Jugendliche. Es gab jetzt mehrere, ich glaube mittlerweile drei Beiträge zum Wettbewerb des Bundespräsidenten und Geschichte zu Paul-Wulff, also wo dann Kinder dann praktisch die Geschichte von Paul-Wulff erzählt haben und wie sie diese Skulptur kennengelernt haben und darüber zu der Geschichte von Paul-Wulff gekommen sind. Das sind oft ganz, ganz anrührige Dokumente. Und das, wenn man weiß, wie viele hunderte Projekte da eingereicht werden und wenn ich dann weiß, einer von den Projekten, die er zu Paul gemacht hat, hat den Platz 2 gemacht, dann finde ich das eigentlich großartig. Die Schülerin war natürlich ganz enttäuscht, weil sie wollte gerne den ersten Platz machen. Es gab mehrere Kinder- und Schulprojekte, so ein paar seht ihr ja auch hier, also wie gesagt auf der Internetseite oder in dem DIA-Vortrag, den ich jetzt leider nicht so richtig zeigen kann. Und das will ich auch gerne weitermachen und das geht natürlich nur, wenn die Skulptur erhalten bleibt. Und die Skulptur, ich glaube beim Skulpturprojekt 2017, wenn wir da plakatiert haben, mussten wir meistens ziemlich lange da bleiben, weil ganz viele Gruppen kamen oder auch Schülergruppen und so weiter zur Skulptur wieder und wir denen eigentlich dann die Geschichte nochmal erzählen mussten. Weil die Lehrer das in der Regel nicht so gut konnten. Und außerdem machen wir sowas natürlich auch gerne. Aber das zeigt natürlich auch, dass die Skulptur immer noch ziemlich greifbar ist. Es gab auch einen Bericht in einer Kunstzeitung, ich glaube bei Arte, wo dann die Skulpturprojekte 2017 ziemlich zerrissen wurden
Und dann am Schluss kann man ja sagen, ja, aber eine politische Skulptur gibt es tatsächlich auch in Münster, das ist die Paul-Wulff-Skulptur und die ist eigentlich, also die wurde dann praktisch wieder hervorgeholt und gelobt und so. Das ist natürlich ganz schön, finde ich. Natürlich, es waren viele tolle Skulpturen bei den Skulpturprojekten 2017, finde ich. Aber ich finde, diese Skulptur Paul-Wulff, die ist eine Skulptur, die ist sehr greifbar, sie ist einfach zu verstehen. Also wenn man, ich kann da ein bisschen erzählen, was wir uns dabei gedacht haben. Es ist ja eine Art Litfaßsäule. Wenn man Paul kannte, dann weiß man, er war auch eine Art Litfaßsäule. Der hatte sein Material zwar in einem Trolley oder in seinem Aktenkoffer, hat das aber immer rausgeholt, wenn er eingetroffen hat, und dann zugelabert und an die Dokumente unter die Nase gerieben. Und dieser Mantel, es gibt ein Foto, wo er diesen Mantel trägt, das sieht also auch genauso aus wie die Skulptur, wenn man sich das so anguckt. Also das ist praktisch Paul im Mantel. Und die Skulptur selber ist natürlich, glaube ich, eine sich selbst erklärende Skulptur. Wenn man die Sachen darauf liest, und es gibt auch mittlerweile, haben wir da auch QR-Codes drauf, da kann man also sich auch Tondokumente anhören und Filmdokumente angucken, dann wird einem das ganz schnell verständlich und es ist eigentlich sogar so ein Punkt, der auch einen gewissen Kontrapunkt setzt an der Promenade. Wir haben an der Promenade in Münster, rund um die Promenade, 64 Kriegerdenkmäler, zum Teil faschistische, kriegsverherrlichende Denkmale, das Herero-Denkmal, was an den Völkermord an den Hereros erinnert, aber eben aus Tätersicht, die Täter bejubelt als Helden und die Opfer da sozusagen verhöhnt, kann man sagen. Und auch die viele andere militaristische, zum Teil während des Faschismus entstandene Skulpturen und Denkmäler, dann finde ich das absolut unfassbar, dass dann gerade eine der ganz wenigen antifaschistischen, antimilitaristischen Skulpturen, wie die Paul-Wulff-Skulptur, eben verschwinden soll. Und dagegen will ich mich natürlich doch massiv stemmen. Da werden wir auch als Freundeskreis Paul-Wulff massiv weiter gegen vorgehen und wir hoffen, dass wir durchsetzen können, dass die Skulptur hier bleiben kann und dass Münsters Geschichte von unten weiter auch mit Hilfe der Internetseite und der Skulptur öffentlich zugänglich gemacht werden kann. Ja. Vielleicht noch ein Spruch von Erich Mühsam, Paul-Wulffs Lieblingsautor. Wollt ihr denen Gutes tun, die der Tod getroffen? Menschen, lasst die Toten ruhen und erfüllt ihr Hoffnung. Ja.